Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstiffer natürlich mal wieder. Weihnachten ist vorbei, Silvester steht vor der Tür und es wird Zeit für die Herbstbewertungen der Saison 2019-2020 bei unseren Schwarz-Weißen. Unsere Blackies sind ja zur Erinnerung nur unter Anführungszeichen als Fünfter in die Winterpause gegangen in der Tabelle. Man hat im Moment ja die Meisterschafts-Playoff-Plätze auf jeden Fall im Visier, ist darin befindet sich noch im Soll, aber trotzdem ja, ist man doch, glaube ich, ja, unter den Erwartungen ein bisschen geblieben, also tabellarisch, auch von der Punkteausbeute, ja, Spiele, die man hätte gewinnen können, die am Ende nichts geworden sind und teilweise auch unerklärliche Aussetzer nach unten, ergeben doch eher ein gemischtes Bild bei den Schwarz-Weißen, was die Leistungen eben angeht und ja, wir gehen eben jetzt wie gewohnt unsere Akteure von den Positionen her durch. Wir beginnen mit den Torhütern und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Und natürlich gibt es da nur einen Namen, der eigentlich erwähnenswert aktuell wäre. Das ist natürlich Jörg Siebenhandel, der immer mal wieder Nationalkeeper auf Abruf spielt. Eigentlich eine sehr gute Herbstsaison, wie ich finde. Also wenige Fehler, sehr wenige spielentscheidende Fehler. Da würde mir auf Anhieb jetzt sowieso gar keiner einfallen. Also Siebenhandel, wie immer eigentlich, wie eh und je, der sichere Rückhalt da hinten für die Konkurrenz. Schützenhauer und Giuliani gibt es auch gleich mal vorweg. Gar keine Bewertung, weil sie keine Einsätze bekommen haben. An Siebenhandel gibt es im Moment kein Vorbeikommen bei Sturm. Und ja, deswegen auch klare Eins für mich an der Stelle, also Siebenhandel, er überzeugt, er bringt seine Leistung, da geht es jetzt nur mehr darum, da sein Vertrag ja auch ausläuft, ihn da irgendwie zu halten, ich glaube, das wäre schon wichtig, auch für die nächsten 2-3 Jahre da ein bisschen Gewissheit auf der Position weiterhin zu haben, denn man muss schon sagen, Sturm mit Siebenhandel ist auf jeden Fall stärker als ohne ihn. So, es geht weiter mit den Innenverteidigern bei den Blackies und da starten wir erstmal mit zwei Spielern, die nicht bewertet werden, eben weil sie sehr, sehr wenig für Sturm gespielt haben in dieser Herbstsaison. Der eine ist der deutlich bekanntere Name, Dario Marisic, da ist ja eigentlich unser Talent aus der eigenen Jugend, war ja doch schon der Shootingstar, teilweise in der letzten Saison dann nicht mehr so, vor 2 Jahren war er doch heftigst gehypt und auch in der deutschen Liga da immer wieder Thema beim einen oder anderen Club. Mittlerweile ist es so, Marisic ein bisschen ruhiger geworden, der hat Sturm ja dann verlassen, bekam die ersten paar Partien keine Einsatzzeit, weil man eben wohl einer Verletzung davor beugen wollte und den Transfer nicht mehr gefährden wollte. Man hat dann doch ein bisschen Geld kassiert, Marisic wechselte nach Frankreich, aber bei Sturm gab es, glaube ich, ein oder maximal 2 Kurzeinsätze in der Zeit, deswegen keine Bewertung an der Stelle. Und der nächste, ja, ist der junge Ferk, ebenfalls Innenverteidiger, der aber auch auf der rechten Seite eingesetzt werden könnte. Auch kein Einsatz bislang, hat aber auch seine Gründe. Zum einen ist Ferk natürlich noch relativ jung und die Konkurrenz ist halt in der Innenverteidigung von den Namen her jetzt auch nicht die allerschwächste. Wir beginnen gleich mal mit einem gestandenen Namen im Sturmdress, Lukas Spendlhofer. Und Spendlhofer, muss ich sagen, ist von den Innenverteidigern für mich persönlich leider auch die größte Enttäuschung. Finde ich sehr schade. Spendlhofer hat ja doch ein gewisses Standing im Verein. Es war aber einfach nicht sein Herbst. Da meine ich jetzt gar nicht mal speziell das LASK-Spiel mit seinem wirklich ominösen Eigentor. Aber generell Spendlhofer immer wieder mit Aussetzern, die eigentlich ungewohnt sind für einen Mann mit seiner Routine. Bekommt von mir nur einen 4er. Also das war genügend vielleicht noch für die Bundesliga, aber zu wenig eigentlich für Sturm und für seine eigenen Ansprüche. Da erwarte ich mir doch deutlich mehr im Frühjahr. Und ich glaube auch, dass Spendlhofer sich da auch wieder fangen wird. Also im Moment geht eben die Formkurve nach unten. Ja, jetzt ein bisschen ausspannen hoffentlich über die Wintertage und dann, ja, natürlich wieder auch volle Power im Frühjahr. Der nächste Innenverteidiger, für mich dann eher so das positive Beispiel, wie es laufen kann, wäre natürlich Tasos Aflonitis. Aflonitis, wieder zurückgekehrt zu unseren Blackies. Der Grieche, der großgewachsene Grieche in der Innenverteidigung ist für mich schon eher so der heimliche Abwehrchef, also keine gröberen Schnitzer von Aflonitis, insgesamt souveräne Leistungen, vielleicht auch noch ein bisschen Luft nach oben, aber generell hält er das Werkel da in der Defensive schon ziemlich auch gut zusammen, natürlich funktioniert das nur im Kollektiv, klarerweise, aber trotzdem, Aflonitis da deutlich souveräner, bei ihm muss ich sagen, ja, schwank ich so zwischen 2 und 3, ich würde ihm aber doch eher den 2er sogar geben, ja, weil er sich größtenteils einfach nichts zu Schulden kommen lässt. Natürlich, klar, nach vorne jetzt auch nicht das ganz große Kopfballongeheuer, dass man vielleicht noch sagt, okay, wenn er jetzt vorne noch torgefährlich wäre, aber prinzipiell, ja, verteidigt man das Ganze gut und Aflonitis
ist okay, würde ich sagen, von der Leistung. Ja, da wird es ja auch spannend. Ich glaube, sein Vertrag läuft ja auch raus im Sommer. Also auch da muss man sich ganz klar Gedanken machen. Bleibt er, geht er. Aber auf jeden Fall ein ordentlicher Herbst. Avlonidis deswegen für mich mit der 2. Und der nächste unserer eigentlich drei aktuell gesetzten Innenverteidigern ist der noch am kürzesten beim Verein ist, Isaac Doncor. Denn der wurde auch eher so im späteren Sommer da verpflichtet, Sommer-Herbst. Und der Neuzugang, der ja in Rumänien zuletzt unterwegs war mit einem italienischen und ich glaube einem ghanaischen Pass, ja, der ist eigentlich für mich wirklich die positivste Überraschung bei den Innenverteidigern, denn Doncor macht seine Sache wirklich gut. Der ist jetzt 23, wird glaube ich 24. Vom Alter her auf jeden Fall noch entwicklungsfähig, schon ein Spieler, klar, der seine Leistung in dem Alter abrufen muss und regelmäßig spielen sollte, gerade in unserer Liga, also das ist okay. Das eine ist mal, dass Doncor doch auch ein bisschen variabler einsetzbar ist, größtenteils spielt er aber in der Innenverteidigung. Und wie gesagt, ich finde, das Stellungsspiel ist okay, keine extrem groben Schnitzer, klar, schon das eine andere Gegentor auch verschuldet, aber da gibt es auch kaum einen Verteidiger, der das von sich behaupten kann, das nicht ein Gegentor mal verschuldet zu haben. Deswegen Doncor sehr, sehr positiv für mich. Da hat man ja, glaube ich, eine Option. Finde ich persönlich, sollte man verlängern. Der macht seine Sache gut und ja, auch Doncor könnte auf jeden Fall einer der Abwehrchefs der Zukunft bei den Schwarz-Weißen sein. Deswegen für mich auch eine 2 für Isaac Doncor, wenn man auch bedenkt, dass er noch nicht so extrem lange im Verein halt dabei ist. Dann sind die Leistungen auf jeden Fall in Ordnung. Das war es eben jetzt von den Innenverteidigern und wir machen weiter mit unseren Außenverteidigern. Wir starten auf der linken Abwehrseite, da gibt es natürlich einen Namen im Moment auch, wo es kein Vorankommen, kein Vorbeikommen gibt aktuell, das ist natürlich Thomas Schrammel. Ist eigentlich ein bisschen witzig gelaufen, wenn man jetzt so an die Linksverteidigerposition denkt im Sommer. Also Mensah war ja letztes Jahr da neben Schrammel eigentlich gesetzt, also im Grunde bis Mensah kam, war Schrammel da gesetzt noch in der letzten Saison eben. Und man hat eigentlich gedacht, okay gut, Schrammel als Backup, das wird jetzt noch passen, aber da kommt noch was. Im Endeffekt ja, kam es dann doch ein bisschen überraschend und jetzt sieht es eigentlich so aus, dass wieder nur Schrammel die einzige richtige Alternative im Moment für links wäre. Wobei man da auf einen gewissen Trummer ja auch doch zurückgreifen könnte, rein theoretisch. Aber ja, gehen wir das Ganze mal durch. Schrammel, eigentlich der einzige Spieler, der durchgehend auf der linken Seite eben heuer gesetzt ist, weil es keine wirkliche Bundesliga-erfahrene Alternative gibt. Um das geht's ja. Doncor eigentlich wäre ja auch für links so ein bisschen ein mögliches Thema gewesen, ist aber komplett in der Innenverteidigung eingeplant und die ja einzige Alternative, wenn Schrammel mal nicht kann oder man ihn einfach mal nicht auf dem Platz haben will, ist im Grunde schon wieder Hirländer, der auf dieser Position meiner Meinung nach auch nichts, aber auch überhaupt nichts zu suchen hat. Also von dem her, Schrammel einzige Alternative. Ich musste aber auch sagen, auch wenn mir persönlich Schrammel vielleicht jetzt gar nicht so der allersympathischste Kicker jetzt im kompletten Verein ist, ist einfach, tut mir leid, die Rapid-Vergangenheit. Und wenn dann der Spieler nicht herausragend ist, dann tut man sich halt ein bisschen schwer. Also deswegen Schrammel, aber trotzdem sollte er bewertet werden. Ich würde sagen, er bekommt einen Dreier. Das ist souveräner Durchschnitt. Er lässt nach hinten gar nicht so extrem viel zu, jetzt im Verhältnis. Natürlich passieren immer wieder Stellungsfehler und so weiter. Nach vorne kann man da auch immer streiten drüber. Aber insgesamt macht er jetzt, dafür, dass ich mir wirklich auch wenig erwartet habe, seine Sache trotzdem schon über einen längeren Zeitraum ganz ordentlich. Aber natürlich ist es unabdingbar, dass man dafür die linke Seite in Zukunft nicht weiter nachrüstet. Man hat zwar den jungen Amadou Dante verpflichtet, der gleich weiter nach Hartberg verliehen wurde, der Mann aus Mali, aber das wird schon noch seine Zeit dauern, bis der wirklich ein Thema für die erste Elf bei uns ist. Im Moment tut er sich in Hartberg ja noch schwer, überhaupt Fuß zu fassen und da kann man locker noch ein, zwei Saisonen einplanen und sollte eventuell spätestens, eigentlich im Winter, da glaube ich aber nicht, dass was passieren wird, aber spätestens im Sommer da wirklich nochmal aktiv werden. Vor allem muss man auch schauen, wie es mit Schrammel weitergeht. An der Stelle Schrammel jedenfalls mit der 3, Trummer, keine Einsätze, wäre vielleicht auch eine Alternative, wenn das Geld fehlt.
keine Bewertung. Das eben zur linken Seite und wir machen jetzt weiter mit der Rechtsverteidigerposition und auch da haben wir eigentlich sehr interessante Spieler. Der eine, Emanuel Sarkic, auch im Sommer neu gekommen aus Griechenland, hat ja Österreich Erfahrung, ganz klar. Und man muss sagen, er hat stark begonnen, hat dann aber auch stark nachgelassen, wenn man so will. Sarkic immer so Wechselbad der Gefühle, probiert ein bisschen Speed nach vorne zu bringen, bringt den auch, hat ein bisschen Tempo, aber dann wieder Stellungsfehler, die auch nicht passieren dürften eigentlich. Und deswegen ist es ein bisschen ein Zwiespalt. Sarkic ist mir auch derbest sympathisch, muss ich sagen, an der Stelle. Aber trotzdem, da geht mehr nach oben, ist auch nur ein Dreier. Also wenn man jetzt rechts-links vergleicht, Sarkic deutlich mehr Speed, aber dafür ist eben das Stellungsspiel so ein bisschen Harakiri. Und auf der linken Seite dann Schrammel, der zwar seinen Stiefel auch runterspielt, aber das eben souverän macht. Also es ist wohl ein bisschen Geschmackssache. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen haben sich beide den Dreier verdient. Deswegen auch Sarkic, ja, ordentlicher Durchschnitt mit Luft, wie bei fast jedem, nach oben. Dann haben wir als Backup Fabian Koch, bisschen erfahrenerer Mann, jetzt mittlerweile kein aktuelles Thema für die Startelf mehr. Der ist so ein bisschen der Edel-Backup für die Abwehrposition. Und ja, bei Koch muss man sagen, kann man auch keine objektive Bewertung machen, würde ich behaupten. Hat zu wenig Einsatzzeit insgesamt bekommen, deswegen auch keine Bewertung. Wenn er gebraucht wird, hat man ihn und es ist natürlich gut, so einen auf der Bank zu haben. Ja, auf mittelfristige oder langfristige Sicht könnte natürlich auch passieren, dass ihm da vielleicht ein junger Pferd beispielsweise dann auch mal den Rang abläuft. Das war's eben mit den Außenverteidigern. Wir machen weiter mit dem Mittelfeld. Ja, und auch da gibt es auf jeden Fall ein paar sehr interessante Namen. Fangen wir eher mal mit dem Zentrum an, eher den defensiveren Parts oder die defensiveren Parts im Zentrum. Das sind ganz klar zum einen mal Ivan Lubitsch. Lubitsch, ja, junger, immer noch entwicklungsfähiger Spieler, jetzt schon mit deutlich mehr Spielpraxis als in der letzten Saison. Natürlich hat er da auch ein halbes Jahr bei Hartberg verbracht, war dann erst in der Rückrunde bei Sturm, hat den ein oder anderen Einsatz dann bekommen. Heuer ist er wirklich ja zum Stammspieler, zum Mitstammspieler oder zum Mitglied des erweiterten Stammkaders hineingewachsen, muss man sagen. Und Lubitsch ja, hat immer auch so Licht und Schatten, ab und zu schon Auftritte, wo ich mir denke, okay, aber es fehlt da trotzdem ein bisschen was. Also dann gibt es doch auch Momente, ja, wo er doch immer noch die falschen Entscheidungen trifft. Da glaube ich, ja, das wird mit der Zeit sicher noch besser werden. Die Ansätze sind, denke ich, schon da bei Lubitsch. Ja, vielleicht doch hier und da auch so diesen tödlichen Pass nach vor ein bisschen mehr fokussieren oder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr einbauen. Dann ist, glaube ich, auch bei Lubitsch irgendwann der Knoten auf und dann wird auch Lubitsch ja der richtige Sechser dann auch sein bei uns, also der wirklich den Abräumer da hinter dem Herrn oder vor dem Herrn hier sich gibt. Aber ich glaube, ja, bei Lubitsch braucht es noch ein bisschen. Im Moment ist es für mich auch eher ein schwächerer Durchschnitt, muss ich sagen, bekommt von mir eine 3-. Da geht ein bisschen mehr. Grundsätzlich aber souverän und ja, da muss man einfach mal auch abwarten, was die Zukunft denn da so bringt. Der nächste Kandidat, Juan Dominguez, unser schon etwas in die Jahre gekommener Spanier. Wir sind ja fast im gleichen Alter. Und Dominguez ist klar, ist glaube ich so die prägendste Figur im zentralen Mittelfeld bei Sturm im Moment. Also nach hinten räumt er ab, wenig Fehler, also wenig Fehlpässe. Ab und zu hat man so das Gefühl, das Spiel wird so leicht verschleppt von seiner Seite aus. Aber ich glaube, das ist einfach seine Spielweise, dass er das Ganze schon auch mit Ruhe und Übersicht eben einfach angeht und das Spiel auch gut beruhigen kann. Und trotzdem ist auch hier und da mal torgefährlich. Man erinnere da zum Beispiel an das Tirol-Spiel, wo man ja 5-1 gewonnen hat bei Wattens. Und auch Dominguez sich da mal wieder eintragen hat können in die Torschützenliste. Also ich finde insgesamt die Mischung ist gut. Dominguez wirkt auf jeden Fall deutlich souveräner, wenn ich ihn jetzt mit Lubitsch vergleiche auf seiner Position. Das ist aber auch die Erfahrung natürlich. Und bei Dominguez, finde ich persönlich, hat er sich einen Zweier verdient. Ich glaube, da gibt es nach oben gar nicht mehr so wahnsinnig viel Steigerungspotenzial. Wenn er das Level halten kann, dann ja, werden wir auch gerade auf der Position im Zentrum auch gut besetzt sein im Frühjahr. Auch da ist die Zukunft ja ungewiss bei Dominguez. Könnte ja gut sein, dass es ihn dann doch wieder im Sommer in die Heimat zieht. Sein Vertrag läuft ja auch aus. Also mal abwarten, was da passiert. Wäre natürlich toll, wenn man ihn halten könnte. Im Moment, glaube ich, ist er doch ganz wichtig für die Mannschaft. Vor allem kann er mit seiner Erfahrung auch die Jungen, wie beispielsweise einen Lubitsch, ja auch weiterbringen und ihm eben da auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also da, glaube ich, kann etwas entstehen in der nächsten Zukunft.
Ein Spieler, wo ich sicher bin, dass er keine Zukunft mehr haben wird bei Sturm, ist ganz klar Christoph Leitgeb. Ich will das Thema gar nicht so hoch hängen, aber das war natürlich ja, so ein typischer, wie soll ich sagen, so ein Transfer vergangener Tage bei Sturm. Man kennt das ja mit den Rückholaktionen, das macht man gerne, hat man früher noch viel, viel lieber gemacht als heutzutage. Aber da muss man sagen, bis jetzt zumindest, stand jetzt das erste halbe Jahr von Christoph Leitgeb bei Sturm war für nichts. Also ganz ehrlich, für mich eine 5. Nicht böse gemeint, aber Leitgeb, das war einfach zu wenig. Also hat natürlich auch nur Kurzeinsätze bekommen. Ich glaube, bin mir nicht sicher, ob er eine Partie von Anfang an gespielt hat, aber auf jeden Fall war das von Leitgeb einfach zu wenig. Also das Alltagsspiel, klar, das zweite Gegentor beim Alltagsspiel, wo Leitgeb den Gegner nicht mal anläuft und wartet, bis sein Mitspieler was macht, das ist natürlich auch so sinnbildlich. Solche Sachen bleiben dir halt leider im Gedächtnis als Fan. Und ich muss ehrlich sagen, bis jetzt hat sich die Verpflichtung also sportlich gesehen nicht ausgezahlt. Es könnte natürlich schon sein, ich gehe davon aus, Leitgeb ist ein erfahrener Kicker, hat bei Salzburg ja einen Legendenstatus erlangt, bei Red Bull auch das jetzt nicht unbedingt ein Pluspunkt, weil ich auch der Meinung bin, es ist schade, wenn ein Spieler erst dann wieder zum Verein zurückkommt, wo er dir sportlich vielleicht nicht mehr wirklich helfen kann. Das ist schon wieder diese Freundelwirtschaft, habe ich halt das Gefühl. Also ganz ehrlich, Leitgeb... Ja, wenn er den jungen Spielern etwas auf den Weg mitgeben kann, dann okay, ist das Ganze vernünftig auch. Keine Ahnung, wie es da gehaltstechnisch vom Preis-Leistungs-Verhältnis aussieht, aber ich persönlich denke, sportlich war es ein Reinfall. Bis jetzt ein Griff ins Klo, ich bin gespannt, ob Leitgeb uns da überrascht. Sein Bruder beim WRC, ja, der ist da doch deutlich präsenter. Aber ja, bei Christoph Leitgeb glaube ich irgendwo, die Zeit ist abgelaufen, wird die Karriere auch im Sommer beenden und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass da noch ein bisschen was kommt von ihm, dass da ein bisschen mehr Motivation im Spiel auch zu sehen ist, denn im Moment schaut es eigentlich so aus, als ob er da nur mehr, ja klar, die paar Minuten dann aufläuft und so ein bisschen lockeres Auslaufen hat man irgendwie das Gefühl, mir fehlt so ein bisschen der Biss, so ein bisschen das Feuer und das sehe ich einfach bei Leitgeb auf dem Platz überhaupt nicht und deswegen für mich Leitgeb auch mit einer 5 bewertet, also tut mir auch leid. Ja, no hate, aber an der Stelle hat man sich dann, glaube ich, auch einfach mal verdient. Für das junge Talent Tobias Koch gibt es noch keine Bewertung, weil keine Einsatzzeit. Auch Koch wäre sicher auf lange Sicht also eine Alternative im defensiven oder im zentralen Mittelfeld. Also da, glaube ich, der Junge kann kicken. Also der müsste seine Chance, wenn er soweit ist, wenn die Verantwortlichen denken, er wäre dann soweit, auch dann bekommen. Also da glaube ich auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Aktie für die Zukunft. Wie gesagt, heute und dieses Mal noch ohne Bewertung. Ein Mann, den man eigentlich auch zum Zentrum fast dazuzählen könnte, offiziell noch immer rechter Mittelfeldspieler ist Stefan Hierländer, der Kapitän. Und auch bei Hierländer, ja, so ein bisschen Licht und Schatten. Insgesamt finde ich, war es ein grauer Durchschnitt. Unrühmliches Ende der Herbstrunde mit seinem Platzverweis beim Lars. Ich fand auch, Hierländer hatte schon stärkere Spielzeiten, ganz ehrlich. Also da muss ich sagen, vom Hierländer, den man noch aus dem Cup-Finale vor 2 Jahren kennt, ist sehr wenig übrig geblieben. Vielleicht auch so ein bisschen, keine Ahnung, dass er einfach auch von der Art so ein bisschen sehr nett rüberkommt. Also ein sehr sympathischer Kerl, aber ich weiß noch immer nicht, ob Hierländer wirklich der Typ jetzt dafür ist, der es jetzt so hundertprozentig da auf den Tisch hauen kann, wenn es nicht so läuft. Und das ist vielleicht auch ein Indiz dafür, dass jetzt Hierländer so als Kapitän, so als absolute Leitfigur immer noch schwierig anzusehen ist. Also für meine Verhältnisse so ein bisschen. Ich sag gut, die Mannschaft unterm Strich muss ja auch entscheiden, wen sie als Kapitän haben will. Aber bei Hierländer fehlt mir ein bisschen im Moment so ein bisschen das Durchsetzungsvermögen. Hat natürlich immer wieder auch mit so kleineren Verletzungen zu kämpfen. Grundsätzlich ist er immer noch wichtig für die Mannschaft. Aber auch Hierländer hat nicht seinen besten Herbst hinter sich. Ich würde sagen, ja, eine 3- gibt es da für den Kärntner Kapitän. Sein Vorteil natürlich kann überall eingesetzt werden. Vielleicht ist Hierländer auch bald so ein Thema ja für die Sechserposition. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da ein bisschen variiert wird, weil eigentlich fehlt ihm für den Flügel schon so ein bisschen der Speed mittlerweile. Also deswegen bin ich gespannt, welche Position Hierländer da im Frühjahr bekleiden wird. An der Stelle gibt es eben ja eher einen etwas schwächeren Dreier von mir.
Der nächste auf der rechten Seite, Philipp Husbeck. Ganz spannender Mann. In der Saison ist auch kein Neuer. Der spielt ja auch schon ein paar Jahre bei den Blackies. Ist eigentlich auch immer so einer dieser Edeljoker gewesen. Ab und zu mal gespielt, ab und zu dann ganz weg vom Fenster. Mittlerweile muss man sagen, Hirländer, ja schon auch wieder im erweiterten Stamm angekommen. Also der wuselt über die Seiten, findet auch seine Abschlüsse wieder. Ich persönlich würde Hirländer sage ich Husbeck natürlich, für diesen Herbst sogar eine 2 geben. Das war eigentlich ganz gut. Bei Husbeck, klar, weiß man, es kommt eher seltener vor, dass jetzt wirklich die Saison von Anfang bis Ende komplett ja, on top gespielt wird. Ist auch schwer möglich natürlich, liegt auch immer wieder dran, ja, da es sehr wenige Spielzeiten gibt, wo wir die Saison mit einem Trainer auch komplett beenden. Und da hat jeder immer so seine Lieblinge. Prinzipiell finde ich hier Husbeck auf jeden Fall ja eine kleine Kampfgelse. Der läuft, der rennt sich wirklich die Seele aus dem Leib. Und deswegen ist er mir persönlich auch sehr sympathisch und ich glaube vielen anderen Fans auch. Also weil man auch bei Husbeck, wobei natürlich könnte man das auch bei einem Hirländer sagen, wobei Husbeck ja trotzdem seine Leistung doch ein bisschen mehr bringt im Moment. Ja, und da muss ich sagen, ist okay, er arbeitet da vorne, er baut sich ein, ist wichtig für die Mannschaft, Husbeck auf jeden Fall verlängert an der Stelle und ja, deswegen bekommt Husbeck einen 2er für diesen Herbst von mir. Und der nächste, auf der rechten Seite, ja, ein Name, an dem man auch gar nicht vorbeikommt, der eigentlich fast schon, hört sich dumm an, aber fast schon ein bisschen zu präsent ist bei uns, weil an ihm eigentlich auch fast alles oder das gesamte Spiel fällt und ja, so gut wie, also es fällt mir der blöde Vergleich nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall. Unser ganzes Spiel steht und fällt, genau, im Grunde, so ein bisschen mit Kirill Despotov, der junge Bulgare, auch spät gekommen, ich glaube so ab Runde 6, 7 herum, also knapp vor Ende des Transferfensters, wurde der ja von Cagliari aus der Serie A ausgeliehen, war ja, wie gesagt, bulgarischer Spieler des Jahres. Und man muss sagen, Despotov hat gezündet. Also das ganz, ganz sicher. Kirill Despotov, torgefährlich, bereitet doch auch recht viel vor. Ist vorne eigentlich, wenn er spielt, größtenteils präsent. Wenn der einen guten Tag hat, dann macht er den Unterschied. Und Despotov ist deswegen für mich auch der einzige Feldspieler. Nicht unbedingt jetzt nur aufgrund jetzt seines bedingungslosen Einsatzwillens oder was. Der ist einfach ein guter Kicker. Einfach ein starker Fußballer und er bringt seine Leistungen im Moment. Deswegen Despotov, der einzige Feldspieler, der von mir eine 1 bekommt an der Stelle. Hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, hat sich relativ schnell eingewöhnt, hat seine Leistung abgerufen. Und ja, das muss eigentlich auch so sein, wenn du einen Spieler schon ausleihst. Ich persönlich bin ja auch kein Fan von Leihspielern, außer man hat eine reelle Chance, den irgendwie zu holen. Ich glaube, Despotov wird uns spätestens im Sommer verlassen haben. Wenn Cagliari da nicht lustig ist und den jetzt schon im Winter zurückholt oder gleich verkaufen will oder was auch immer. Das ist immer die Sache, man hat es nicht selber hundertprozentig in der Hand und das ist eben dann bitter. Und ja, Despotov, klar, herausragender Akteur auf der rechten Seite in diesem Herbst. Auf der linken Seite, da fangen wir mit einem jungen Mann an, der aktuell auch nicht den Sturmdress überstreift mehr, sondern eben frisch an Hartberg ausgeliehen wurde. Michael John Lehmer natürlich, der Mann aus der eigenen Jugend. Bei Lehmer muss man sagen, ist der Schritt einfach nur verständlich, dass man ihn jetzt wirklich abgegeben hat, wenn auch nur leihweise erstmal, weil die Konkurrenz einfach zu groß ist. Und man auch ehrlich sagen muss, Lehmer schafft es jetzt nicht ganz, seine Leistungen am Platz zu bestätigen. Wenn er gespielt hat, es waren nicht viele Einsätze, aber dann kam auch nicht viel raus. Natürlich schwer, da gleich mal herauszustechen, wenn man eben so Namen wie einen Röcher oder einen Jansche auch auf der Konkurrenzposition hat und auf der anderen Seite ein Husbeck und ein Despotov dafür Wirbel sorgen, ist es auch klar, dass das kein Selbstläufer ist. Michael John Lehmer deswegen für mich ohne Bewertung, wenn es eine Bewertung geben würde, wäre es wohl eher eine 4. Ist ehrlich gesagt fast ein bisschen zu wenig für die Bundesliga, aber da Lehmer eben ja noch nicht so Bundesliga erfahren ist und da muss jetzt aber trotzdem irgendwie was kommen. Also ich hoffe sehr, sehr stark für Lehmer, dass er sich in Hartberg durchsetzen wird, denn sonst könnte es tatsächlich passieren, Stand aktuell, dass Lehmer auch eines dieser ewigen Talente dann wird. Ja, den man dann in 10 Jahren auch nicht mehr hört. Ich hoffe, dass es anders kommt, Lehmer, deswegen an der Stelle ohne Bewertung. So, unser nächster Kandidat, Thorsten Röcher. Da gibt es eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. 10 Scorerpunkte in 11 Partien sprechen eine deutliche Sprache. Die Leihgabe von Ingolstadt, die macht sich eigentlich ziemlich gut auch wieder in Graz. Wenn er fit ist und spielen kann, dann ist er eigentlich auch gefährlich.
Und man muss sagen, Röcher definitiv eine Verstärkung. Von mir bekommt er, ja, also ich schwanke zwischen 2 Plus und 2. Ich würde sagen, wir geben die Plus erstmal dazu, weil Röcher schon, ja, wenn er eben einen guten Tag hat, dann auch schon wirklich wichtig für die Mannschaft ist und auch jeden Gegenspieler ärgern kann oder besser gesagt jeden Gegner. Also von dem her Röcher mit der 2 Plus. Und dann haben wir eigentlich nur mehr Jakob Janscher für die linke Seite. Bei Janscher, ja, Licht und Schatten. Also wenn ich da beispielsweise an das Cup-Spiel in Klagenfurt denke, da rede ich jetzt nicht vom Cup-Finale von vor 2 Jahren, sondern heuer gegen Austria Klagenfurt in der Cup-Runde in der frühen. Ja, da war Janscher eigentlich der Mann, der das Ganze nochmal rumgerissen hat. Da hat man den bedingungslosen Willen und Einsatz gemerkt. Er hat, auch wenn er einen guten Tag hat, immer noch die Qualität, um Sturm weiterzubringen und Sturm zu helfen. Das Problem ist halt einfach oft, es gibt ja auch genug Partien, wo er einfach unsichtbar ist, wo er die Leistung nicht bringen kann. Warum auch immer, das ist dann wirklich schwer zu sagen. Ich würde auch ehrlich sagen, auch bei Janscher, der mir auch sehr, sehr sympathisch ist, auch ein bisschen zu wenig gewesen. Also Janscher eigentlich auch eher, ja, eine wohlwollende 3-, würde ich sagen. Eher ein 4er gefühlt. Ich lasse es bei der 3-. Janscher hat die Qualität, aber im Moment tut er sich halt schwer, diese hundertprozentig abzurufen. Kann natürlich immer noch auch sein, dass es vielleicht eine körperliche Geschichte ist, wo einfach der Fitnesszustand nicht das Maximum zulässt. Janscher, klar, auch Ü30. Ja, da muss man abwarten, was passiert. Im Moment war es noch ein bisschen zu wenig. Janscher, würde ich sagen, hat auch seinen Stammplatz ja größtenteils verloren bei Sturm. Wird auch eher eingewechselt. Ja, deswegen... Ja, die Note steht und bei Janscher Luft nach oben für den Herbst. Im offensiven Mittelfeld, da gibt es eigentlich nur einen Mann, den wir da im Kader haben, der die Position wirklich so als sein eigen nennen kann. Unser Zehner Ota Kitaishvili, der junge, quirlige Georgier, der wuselt und wuselt und wuselt, ist wahnsinnig schwer zu verteidigen für die Gegenspieler. Gefällt mir sehr, sehr gut, immer besser, so langsam hier und da auch die Abschlüsse ein bisschen ordentlicher. Da geht auch noch mehr. Kitaishvili bekommt von mir auf jeden Fall einen 2er. Mit einem kleinen Plus sogar dahinter. Wenn der jetzt noch torgefährlich wird, dann ist er zwar gleich wieder weg, das wissen ja alle, aber man muss auch sagen, Kitaishvili wird uns dann schon sehr, sehr weit bringen. Also da, man merkt schon, wir haben da einen guten Fußballer in den eigenen Reihen, so ein bisschen, ja, dieses Pavel Nedved-Ding, dieser Unvollendete, der kommt mir da irgendwie so in, also dieser Begriff, ne, ihr wisst ja, Pavel Nedved bei Juventus, wo er Lazio Rom, Hammerfußballer, aber zu wenig Tore geschossen. Und so ein bisschen ist es bei Ota Kitaishvili auch wenn die Positionen nicht einseitig vergleichbar sind. Aber da muss man schon sagen, also bei Kitaishvili, da bin ich gespannt. Ich warte immer noch auf die große Explosion. Also, dass der uns da wirklich mal, keine Ahnung, der ballert da mal einen Hattrick raus in irgendeiner Partie. Und dann geht ihm der Knopf komplett auf. Und dann ist sowieso, ja, dann kann man sich warm anziehen, wenn man nicht Sturm Graz heißt. So, also Kitaishvili ist jetzt eine positive Erscheinung. Als nächstes kommen wir noch zu den Stürmern. Da haben wir eigentlich nur 2 richtige Alternativen. Es gibt natürlich Spieler wie Röcher und Husbeck, die auch als Stürmer hier und da mal eingesetzt werden können. Die einzig beiden richtigen Stürmer, die wir aktuell haben, sind zum einen mal Bekin Balay. Der Albaner wurde ja auch in diesem Sommer verpflichtet. Ablösefrei, kam ja aus Russland bzw. Tschetschenien. Und bei Bale muss man sagen, der hat stark begonnen und dann aber auch wieder ein bisschen nachgelassen, wenn es jetzt ums Toreschießen an sich geht. Also der hat ja in der ersten Partie gegen Wolfsburg gleich getroffen, hat ein wenig später einen Doppelpack geschnürt. Also bei Bale hat man sich gleich mal wirklich drauf gefreut, endlich wieder einen Bomber da zu haben, aber es fehlt dann doch immer wieder ein Stückchen. Also er kommt auch nicht wirklich in die gefährlichen Zonen rein, wo er dann wirklich zum Abschluss kommen könnte. Da muss ich auch sagen, ist vielleicht auch das Spiel einfach auf ihn persönlich zu wenig abgestimmt. Also Balay ist eher so der Typ, der klar jedes Kopfballduell gewinnen will. Also der haut sich in die Zweikämpfe, der holt sich auch die Bälle eher so ein bisschen von weiter hinten, wenn es sein muss. Fehlt dann vorne klarerweise. Ist vielleicht auch ein Produkt der etwas destruktiven, ja, destruktive Spielweise will ich es jetzt nicht nennen, aber wir wissen es. Ja, 30 Minuten Fußball, 60 Minuten eher ein bisschen mehr Verwaltungsmodus oft bei Sturm in der Saison und das kommt Bekin Balay auch nicht unbedingt zugute. Deswegen glaube ich, der Albaner so ein bisschen Opfer des Systems, wenn man so möchte, kann aber auch jederzeit mal explodieren. Aber da muss einfach ja auf Balay, glaube ich, das Ganze ein bisschen mehr abgestimmt werden. Vielleicht auch, ja, die Laufwege sind jetzt, glaube ich, nicht so, aber
Da muss einfach eine Lösung gefunden werden oder einfach wirklich eine richtige Alternative da vorne, ein Zweiter, der wuselt. Man könnte ja natürlich auch da in den eigenen Reihen schauen. Husbeck wäre da prädestiniert dafür, ist aber halt kein richtiger Stürmer. Aber Husbeck, der rumwuselt, und Barley, der richtig steht, könnte ich mir dann schon vorstellen. Auf jeden Fall bekommt Barley von mir, bevor ich mich dazu sehr reinquatsche, ja, trotzdem auch eher die Note, ja, 3 minus. Also Barley ist schon wichtig für die Mannschaft, aber hat ein bisschen abgebaut, ist jetzt eben, ja, wird immer unsichtbarer von Spiel zu Spiel. Und da muss jetzt langsam auch wieder was kommen. Ich bin mir sicher, das Trainerteam macht sich auch so seine Gedanken und wird schon Lösungen finden. Bekim Barley bei mir mit einer 3 minus, mit gehörig Steigerungspotenzial nach oben. Und ja, dann der letzte im Bunde ist dann Markus Pink. Da gibt es keine Bewertung, der hat einfach zu wenig Einsätze bekommen. Wenn, dann waren es auch einfach nur kurze Einsätze. Getroffen hat er jetzt in diesem Herbst nicht. Und bei Pink muss man auch sagen, er ist halt auch der klassische Backup. Also Pink wird auf lange Sicht auch kein Leihwahl bei Sturm haben, zumindest wenn es um die Stamm, um einen Stammleihwahl geht in der Startelf. Und bei Pink, es ist okay, dass er auf der Bank ist, dass man ihn hat, aber trotzdem wird man auch da auf lange oder mittelfristige Sicht eigentlich schon nicht drum rumkommen, da wirklich sich alternativ ein bisschen mehr umzusehen. Also ich gehe davon sowieso aus, dass auch im Sommer ein bisschen was transfertechnisch noch passieren wird spätestens. Und ja, da schauen wir generell natürlich, wie der Kader sich da so weiterentwickeln wird. Eine letzte Bewertung gibt es auf jeden Fall an der Stelle noch von mir, und die bekommt exklusiv Nestor El Maestro. Auch er, der mit gebürtigen Namen Jajevtic heißt, neu gekommen in diesem Sommer. Und ja, bei El Maestro scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Bei mir, ich muss auch ehrlich sagen, ich kann ihn noch immer nicht hundertprozentig einordnen. Da kann man auch irgendwie nicht schwarz oder weiß draus machen oder das so kategorisieren, weil also er versteht was von Fußball. Er versteht es auch taktisch, eine Mannschaft einzustellen. Im spielerischen Bereich bin ich mir einfach noch nicht sicher. Ich glaube noch nicht daran, dass das jetzt, was wir aktuell auf dem Platz sehen, ja, dass der optimale Spielverlauf ist, oder die optimale Spielweise ist, die er jetzt selber anpeilt. Also ich denke schon, dass man auch gerade in der Offensive ein bisschen mehr kreieren möchte auf Dauer. Es fehlt vielleicht auch der ein oder andere richtige Kicker noch für seine Position, obwohl der Kader ja schon ganz gut in Summe ist, von der Qualität her oder gut sein müsste. Also da bin ich gespannt. Viele taktische Veränderungen, ab und zu Fünferkette, dann wieder Viererkette, dann wird wieder ein bisschen herum experimentiert. Also man hat Ideen, also El Maestro hat Ideen, nur die Spielweise ist eben noch nicht hundertprozentig das, was man sich, glaube ich, vorstellt. Ich glaube auch nicht, dass er sich das so vorstellt, dass mit dem gefühlt 30 Minuten Fußball spielen, bis man das erste Tor gemacht hat und dann hinten reinstellen. Also jetzt überspitzt gesagt, natürlich läuft es nicht immer so ab, aber ja, ich glaube nicht, dass El Maestro damit auch zufrieden ist und denke, da kommt noch mehr. Von mir gibt es an der Stelle auf jeden Fall eine 3-. Es ist eher noch Durchschnitt, auch aufgrund der Tabellenkonstellation. Wenn man jetzt als Dritter in die Winterpause gegangen wäre, hätte man das unterm Strich natürlich noch irgendwie argumentieren können. So gesehen ist die Spielweise, ja, teils zwiegespalten, würde ich mal sagen. Und eben auch die Tabellensituation noch ein bisschen leicht suboptimal. Also, ich würde mal behaupten, da warten wir einfach mal das Frühjahr ab. Ihr schreibt mir natürlich, bevor wir das Video beenden, noch gerne in die Kommentare, was sagt ihr eigentlich zu dieser Spielerbewertung? Geht ihr da konform mit mir oder habt ihr mir da noch beim einen oder anderen energisch zu widersprechen? Also schreibt es mir gern in die Kommentare, wie ihr den Kader und den Trainer da bewertet hättet. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. Das nächste Video, das wird eben ja zum Jugendheimcup da nachkommen. Also da am 4.11. findet das statt. Das Video wird da so ein, zwei Tage später dann nach erscheinen. Also auch da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen natürlich. Gamer Burschen. Und bis dann. Ciao, ciao.